Was macht ihr? Nein, wenn ich die sehe. Geordneter Rückzug, zurück durchs Portal! Mhm. Ich versuche quasi als Notfall, als Notoffizier quasi jetzt irgendwie hier das Kommando zu übernehmen und den ganzen Haufen Geordnet durchs Portal zurückzuschicken. Okay. Alles klar. Marimros Nakax, gibst du mal bitte ein Wisdom Save. Denk dran, Nakax, du hast noch Bulk Inspiration. Nee, da. Denk dran, Marimros, dass du mein benutzt. Ja. Also ihr dreht euch um, rennt durch das Portal. Die Soldaten, die waren ein paar Fuß vor euch, als sie durch das Portal gegangen sind, sind auch jetzt so ein paar Fuß vor euch. Ihr schaut ihr zurück, was die machen? Oder rennt ihr einfach los? Erstmal, wenn ich durch bin, wieder zurück. Also, wenn du durch das Portal durch bist, dann siehst du nicht mehr in das Portal rein. Ich jetzt erstmal, wie reagieren die da drauf, dass ich da jetzt anfange, quasi den Offizier raushängen zu lassen? Also, du siehst auf ihren Gesichtsausdrücken, dass diese Soldaten komplett geschockt sind. Sie haben jetzt nicht erwartet, dass hier so ein Monsterstrom auf sie zurennt und mit dieser ganzen Szenerie, diesen blutroten Himmel, diesen blutgedrängten Steppen, die kommen damit nicht klar und können einfach bloß, die starren einfach nur auf diese Monster, die auf sie zukommen und rühren sich gar nicht. Ja gut, dann rufe ich halt auch nochmal, zieht euch zurück! Rückzug! Keine Reaktion. Jetzt muss ich gerade nachgucken, was das denn macht. Du hast jetzt nur eine Aktion, die du durchführen kannst, und dann würden dich die Monster erreichen. Ich muss gerade was nachgucken, was der. One. Okay, schade, ist kein. Nichts, was ich benutzen kann. Ich versuche noch irgendwie. Okay, habe ich irgendjemanden, der nach Unteroffizier aussieht? Nein, das sind alles normale Soldaten. Nein. Irgendwie einen. Okay. Dann. Rufe ich noch einmal Rückzug und gehe dann durch. Also, ihr rennt noch draußen, denke ich mal, beide. Ja. Und ihr seht noch, als ihr so einen Blick zurückwerft, dass sich diese Soldaten immer noch nicht bewegen. Und diese Welle an Monstern brandet gegen diese Soldaten. Sie können sich nicht mal wehren. Und ihr seht einfach bloß Arme, Beine, Fleischklumpen, Gedärme durch die Luft fliegen, als diese Soldaten förmlich in der Luft zerrissen werden. Und Richard, Narapi und Aldred, ihr seht Narkax und Marimros aus dem Tor rausstürmen und hinter ihnen fliegt etwas durch das Portal durch. Und als es landet, seht ihr und sämtliche Soldaten, die noch da sind, es handelt sich dabei um einen Kopf mit einem Helm noch drauf. Und das ist eine Falle! Nehmt sofort Kampfposition ein! Ja, schließt das Portal. Schaut zu Magier um. Formation! Formieren! Da zum Gefecht! Portal schließen! Alles klar. Der Erzmagier sieht, dass da irgendwas nicht stimmt, schlägt dreimal auf ihn mit seinem Stock auf den Boden und schaut dann verwirrt seinen Stab an, das Portal. Oh nein. Hat keinen Effekt. Die Soldaten, die machen einen ziemlich verängstigten Eindruck dafür, dass sie eigentlich Soldaten darstellen sollen, sind sie von diesem Anblick dieses abgeschlagenen Schädels doch ziemlich erschüttert. Und wie ich sehe, dass das Hauen des Magiers nichts bewirkt, ziehe ich meinen Hammer und schlag nach dem Portal. Okay. Du schlagst auf. Wo genau schlägst du drauf? Ja, so auf die Seite, irgendwie. Auf eine der Runen. Okay. Dann roll mal einen Attack.
Eine 18 zum Treffen. Okay. Dann roll mal Damage. Dann an 6 Schaden. Alles klar, also du haust auf diese Rune drauf. Kein Effekt. Hat anscheinend nicht genug Wucht gehabt. Ist dieses Portal aus inorganischem Material, so wie Stein oder sowas in Richtung? Es ist Stein. Gut. In welchem, wie direkt sind die Leute an diesem Portal dran, wie nah? Die sind jetzt mittlerweile, weil sie ein bisschen zurückgewichen sind, schon ein bisschen weiter weg. 10 Fuß? Ja, leicht. Gut, dann caste ich. Ich pack euch mal auf die Map. Genau, weil dann caste ich nämlich direkt einmal Shatter. Alles auf klar. Das Portal. Dann roll mal Damage. So. Bitteschön. Wow. Eine Eins ist dabei. Gut. Alles klar. Ja, also, die Dinger haben übrigens Disadvantage auf den Save. Also sozusagen diese One-Piece-Weitbehaltung, boom, einmal so in die Luft gehauen. Platziert euch mal da, wo ihr hin wollt. Also Eldred und Eldred und Narapir, ihr seid oben auf der Balustrade. Also hier bei ihm. Ja. Also du castest Shatter. Und du merkst, es sind über den ganzen Portalbogen so ein paar kleine Risse, aber das hat nicht so voll ausgemacht, wie du erwartet hättest. Also so ein paar Haarrisse sind gekommen, aber mehr nicht. Das ist doof. So. Ich gehe ein bisschen, also ich gucke, dass ich so ein bisschen mich von dem Portal entfernen kann und ziehe meine Dings, ich hatte glaube ich einen Bogen mittlerweile, den Kurzbogen. Ich muss bloß kurz eine Musik rausfinden. Kurzbogen. Nee, die geht nicht. Kann ich noch eine Aktion durchführen oder kriegt ihr davon nur eine Aktion, bevor die Kreaturen durchstürmen? Ich möchte noch gerne eine Aktion durchführen. Ich möchte gerne Protection from Evil and Good auf mich selbst zaubern. Okay, alles klar. Nee, das passt nicht so gut. Das ist nochmal gut. Alles klar. Eldred, was möchtest du machen? Gute Frage, nächste Frage. Ich bereite mich darauf vor, zu sehen, was da jetzt aus dem Portal kommt. Alles klar. Der Magier scheint ja nicht, nicht damit verbunden zu sein. Zumindest sieht es bisher nicht so aus. Die Zauberkarte weg, die zeigt, was der macht. Alles klar. So, die Soldaten hinter euch, beziehungsweise unter euch, sind mittlerweile von diesem Portal etwas zurückgewichen und starren furchterfüllt auf dieses Portal. Als sich wie eine Flutwelle aus diesem Portal diese Monster rausschießen, die ihr vorher schon gesehen habt, Narkax und Maramros, überzogen mit Blut, einige noch die Leichenteile der Soldaten schwingend. Also ihr seht einen Arm, ein Bein, die diese Kreaturen in den Händen, in den Mäulern haltend, überzogen mit Gedärmen und Blut. Und bei dem Anblick dieser Viecher verliert ein Großteil dieser Soldaten, die noch da sind, die Nerven. Und rennt einfach nach draußen. Schreiend, voller Furcht. Ihr habt nur ungefähr um die 20 Leute, die zitternd und furchterfüllt, aber trotzdem noch standhaft ihren Mann stehen und sich gegen diese Flut an Viecher werfen. Und jetzt muss ich noch schauen, was da alles kommt. Alles klar. Gelegenheitsangriff auf das erste Vieh, das an mir vorbeirennt. Alles klar.
Ich muss bloß mal kurz die rausziehen. Wenn einer durch meinen Reach durchrennt, mache ich eine Attack of Opportunity drauf. Ich versuche tatsächlich mal, mich irgendwo zu verstecken. Also quasi also, irgendwo in Deckung zu gehen, um halt dann den Sneak Attack. 2, 4, 6. Warte mal, kann ich die auch neu würfeln? Warte mal, das muss ich. Da habe ich gerade gesehen, ich muss mal kurz noch die rausnehmen, weil ich die HP vergessen habe bei denen. Ja. Ah ja, kann ich tatsächlich. Weil da muss ich nicht dafür die ganzen Spaßvögel HP rechnen. Du willst dich jetzt gerade auf einer leeren, offenen Fläche irgendwie verstecken. Sind da nicht irgendwie noch Pfeiler oder sowas in der Art? Du musst, um dich verstecken zu können, musst du Line of Sight unterbrechen. Mhm. Also dich einfach nur hinstellen und sagen, hey... Ja, das ist halt die Frage. Ist es wirklich einfach nur so ein riesiger Raum oder sind da irgendwo Pfeiler oder so, wo ich mich hinten dran verstecken könnte? Also Pfeile ist nicht. Also du hast die blanken Flächen der Balustrade... Aber verstecken ist nicht. Gut, na gut, dann ist okay. Dann bringt das natürlich nichts. Ja. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nein. Ich wollte nur dazu sagen, der Erzmagier. Nein, das machen wir nächste Runde. Oder? Nein, er bewegt sich rennend hierher. Aber er scheint jetzt nicht irgendwie panisch, sondern mehr so gehetzt. Also als wollte er irgendwo schnell hin. Mhm. Alles klar. Sind wahrscheinlich die Toiletten. Ja. Da sind die Hose gekackt. Mhm. Alles klar. Ein Angstbach machen. Dann bekommen Richard und Nakax jetzt ihren Attack of Opportunity. Oh, Richard, das ist echt doof. Halt, Schmand, das reicht noch gar nicht. Da habe ich jetzt gar noch mehr gehabt. Ja, der da. Ja, sollte er erstmal nur 10 rauskommen oder in der nächsten Runde wieder 10 oder etwa nicht? Nö. Wenn immer nur 10 nebeneinander durchkommen. Alles gut. Ja, aber in einer Runde können ja mehr als nur 10 rein. 9 trifft wahrscheinlich nicht. Nope. 26 wird aber treffen. Hammer Time trifft. Ja, für 10 Bludgeoning. Das ist jetzt was für ein mein Zweier. Für eine Waffe. Ist der magisch? Nein. Okay. Auf welchen würdest du gehen hauen? Auf den ersten, der mir zu nahe kommt. Also okay. Der erste, der dir zu nahe kommt, wird der links oben von dir. Durchläuft, ne? Durch meinen Reach durchläuft. Achso. Dann wird es. Sein. Ich bin einmal freundlich und sag, der ist jetzt einmal durch den Reach durchgelaufen. Okay. So, alles klar. Also, du haust noch dieser Kreatur. Das Fleisch dieses Monsters scheint unter dem Hammerschlag schon ein bisschen nachzugeben. Also, das macht nicht so viel Damage, wie du erwartet hast. Und ich sollte auch. Rollen, wann die drankommen. Oh, mir fällt gerade auf, wir haben keine Initiative gerollt. Ja. So, also. Das sollten wir vielleicht mal tun, ja. Also, bitteschön, Herrschaften. Juhu. Okay, Vorteil. Nakax, ich glaube, du hast nicht auf dein Ding geklickt, auf dein Figürchen. Das kann aber irgendwie sein. Ah, okay. Dann wieder die alten Turner das drin. Moment. Zack. Ja, aber ich auch irgendeine 5 kann bei mir nicht sein, weil ich habe einen plus 8 Modifier. Hä? Also ich habe jetzt Aldred muss noch hinzugefügt werden. Ja. Warte mal. Aber den Wurf von mir hat man gesehen, oder? Ja, ich glaube irgendwas. Ja, deine 9, Fralle, die 9 sieht man. Ja, die 9 steht auch bei mir. Aber ich glaube, das wurde irgendwie gewispert, da stand auch dran. Ich glaube, irgendwas mit Roll 20 stimmt nicht, weil ich sehe hier, Maramos hat gerade eine 3 gewürfelt, hat einen genau. Plus 5 Modifier und es kommt 4 raus. Ja, genau, deswegen. Ich dachte mir auch, dass ich habe vorhin was Zweistelliges gewürfelt. Und wenn ich ohne mache. Dann
brauchen wir nur Add Turn, wir brauchen nämlich noch... Das geht auch nicht. You wanted to send the result? Also ich würfel dabei für meine Viecher. Ah. Okay, irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Ihr macht es schon. Ich drück auch nochmal drauf. Nachricht habe ich bei mir auch. Ja, ich bekomme nur plus 3 anstatt die 8. So, Initiative Stil normal. Vorteil, Nachteil, ja, normal. Das passt. Okay. Initiative Modifikator. Mir gibt irgendwie auch plus 1 auf die Initiative. Okay. Mhm. Wenn ich den jetzt auf 5 setze. Und rundet du, komisch. Schatzi, kannst du mir mal bitte kurz den Gamer Blatt Papier? Ja, mach ich. Danke. Stimmt hier ganz gewaltig nicht. So, klappt das jetzt? Hm? Wie habe ich jetzt 10? Da oben, einfach bloß ein normales Blatt Papier. Ansonsten machen wir es einfach so, jeder würfelt einen normalen Würfel und rechnet dann seinen Modifier so drauf. Bei mir rechnet es auch nur plus 1, wenn ich es richtig verstehe. Du musst halt Steve das händisch eintragen. Geschicklichkeit bei Initiative berücksichtigen, ja, kannst du ja. Ja, habe ich. Bei mir. Also Eldred haben wir jetzt dabei mit 12. Ich bin mit 4. Passt. Ja, aber das ist auch wieder der falsche Wert. Ich habe ja irgendwie die Initiative-Bonus von plus 3. Ja. Leute, ich glaube, es war am sinnvollsten, wenn es das per Hand gibt und dann geben wir es. Ja, das machen wir auch mal schön. So, gut, also. Sollen wir die alten Würfel nehmen oder sollen wir nochmal neu würfeln? Die Würfel jetzt eh da einfach. Das Würfelergebnis würde ich nehmen, aber halt dann mit anderen Modifier. Ja, weil, okay, mein Würfelergebnis war 15. Die erste? Moment, ich habe plus 1, daran ändert sich nichts. Also, Marimros hat eine 3 Würfel gehabt. Genau. Narapir hat eine 2 Würfel gehabt. Ich hatte eine 12. Okay. Dann hab ich 10. Und Eldred hat eine 8 Würfel gehabt. Ihr könnt es da drüben eingeben. Mal gut, also wir können es selber eingeben. Also, ja. Also, ich bin eine 8. Gewürfelt und dann halt euer Dex-Modifier noch drauf, ne? Also ich habe jetzt bloß das Würfelergebnis gesagt, euer Modifier mit selber drin. Ja, genau. Wow, der 2 ist so scheiße als Halbling, weil der 1 auf Neuwürfel. Ja, bei mir ja auch. 2 ist halt einfach echt kacke. Moment, ich teste mal kurz was. Ja, dann teste es am besten, wenn es wie anders dran ist. So, dann sortieren wir das Ganze mal. Dick. So, sehr schön. Richard, nachdem die Monster durch dieses Portal gelaufen sind, du darfst. Okay, ich... Blablabla. Der eine steht da neben mir, da muss ich damit klarkommen. Ich bewege mich einmal. Mhm. Wupp, hier rüber. Ah, das ist immer noch scheiße. Wo? Von Gelegenheitsangriff? Ja. Hoppala. So, von da nach da. Einmal so schräg. Krieg. Von dem hier wahrscheinlich einen Gelegenheitsangriff ab. Yep. Aber mich würde es wundern, wenn es trifft. Ja, 16. Nö, trifft nicht. Und dann zaubere ich Sprit Guardians. Dann spritten sie mal. Alles klar. Mal sehen, wie da um mich herum diese geisterhaften, flammigen Feuerrecken Kleriker der Weißschmiede aufpoppen. Mhm. Alles klar. Ich glaube, das ist das Eikwill Magier, oder? Okay. Unser Richard. Als Bonusaktion kann ich nichts tun aktuell, zumindest nicht sinnvoll, und das endet dann mein Zug. Wessen Icon ist denn das? Ach, das ist einer wie oder was? Ja. Alles klar, dann sind die Monster dran. Mhm. Also, ich zeige euch. Monster mal, dürfen dann, wenn sie in meiner Reichweite sind, gerade alle mal einen Wisdom-Safe würfeln. Genau.
Also das wären dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stück. Na, das hat jetzt nicht funktioniert. So. Wisdom Save, sagst du? Wir haben einmal eine 10, eine 7, eine 4, eine 16, eine 14, eine 14, eine 17 und eine 12. Wenn da keine Modifikatoren mehr draufkommen, also mein DC ist 14. Ist 14, okay. Ja. Dann haben wir geschafft 1, 2, 3, 4 und zwar ab der dritten, also 1, 2, 3. Also der hat ihn geschafft, dann rollen wir Damage. Oh, du hast es schon. Nee, Moment, ich muss, darf mich noch nicht verklicken. Das wären einmal 10 heiliger Schaden gegen alle, die ihn nicht geschafft haben und 5 für die, die ihn geschafft haben. Mhm, mhm. Alles klar. Also die Spirit Guardians, die recken gerade richtig. Und du merkst, dass diese Kreaturen nicht erwartet haben, auf so harten Widerstand zu treffen. So, jetzt haben wir dann 4 geschaffte Saves. Ups. Alles klar. So, dann sind die Monster dran. Die sehen dich und Richard, Eichmann. Die sehen dich und Nakax, wie es, sie vor diesem Portal stehen und sie abfangen wollen. Und ihr beide seht von zwei dieser Kreaturen ein böses Grinsen. Sie schnipst mit ihren Fingern und ihr spürt, dass eure Rüstung langsam beginnt sich zu erhitzen. Ihr habt beide den Effekt von Heat Metal auf euch. Und das bekommt, glaube ich, Damage. Gegen Heat Metal nicht, tatsächlich. Doch, schon. Schon, aber nicht gegen den Schaden. Sagen wir so, wenn es auf die Rüstung gecastet ist, dann können sie den Save machen, aber ihr könnt ja eure Rüstung nicht fallen lassen. Ne? Okay. Jetzt mal beschauen, wie viel... if a creature is holding or wearing the object it takes, Constitution, 2d8. Dankeschön. Halben Damage... Nein, ihr könnt nicht mal für halben Damage rollen. Den Damage, den kriegt ihr voll. Schade. Nö. Ich bin nicht resistent gegen Feuerschaden. Ja, gut. Okay, ja. Gut. Bei dir, ja. Also ja. Gegen Richard haben wir einmal... Und bis zum nächsten Zug habt ihr Disadvantage auf Attack Rolls und Ability Checks. Genau, und als Bonus-Action können sie... als Bonus-Action können sie den Damage nochmal gegen euch wirken. Also Richard bekommt... Moment, was? Ich glaube, aufgerundet haben wir aber, ne? Oder abgerundet? Ich weiß nicht mehr. Wir haben immer abgerundet. Ja. Also, Richard bekommt 6 Damage und Nakax bekommt 9 Feuer Damage. Als sich diese Rüstung unangenehm in euer Fleisch... Und dann beginnt der Angriff. Da muss ich gerade nochmal einen Concentration-Check machen. Also, Richard... 16 ist der geschafft. Ja. 17 ist auch geschafft. Passt, sehr schön. Dann stürzen sich die restlichen Kreaturen auf die Soldaten und auch ein paar auf euch. Das sind Fiends, oder? Sind es Fiends oder Elementals? Durch dein Protection for Good and Evil, oder wie? Ja, weil das entscheidet jetzt, ob der Spell was bringt. Ich bin mir sicher, dass sie entweder Fiends oder Elementals sein müssen. Sagen wir mal so, wie würdest du das herausfinden? Das müsste seine Aura eben sagen. Das bestimmt jetzt, ob mein Spell etwas bewirkt, wenn sie mich angreifen. Wenn sie Fiends oder Elementals sind, dann haben sie Ein Disadvantage auf ihre Attack Rolls gegen mich. Okay, sehr gut. Deswegen habe ich auch noch einen Safe gefragt, weil durch Protection from Evil and Good hätte ich Advantage auf Saves gegen sie. Ja gut, den Safe hast du ja trotzdem.
Ja, nee, der Save ist Constitution nee, Save ist. Aber wenn sie zum Beispiel Spells auf mich casten und ich ein Saving Blow dagegen mache. Ja, genau, bei jedem Battle ist es nur, ob du es droppst oder nicht, aber bei einer Rüstung kannst du es nicht droppen. Ja. So. Doch, du kannst es schon droppen, aber nicht so einfach. Nee, Quatsch. Also sie können mich nicht charmen, frighten oder possessen. Sie haben Disadvantage bei Attack Rolls gegen mich und wenn ich bereits charmed, frightened oder possessed bin, dann habe ich Advantage auf den Save dagegen. So. Sehr gut. Alles klar. Also, alles klar. Also ihr seht, wie sich vier dieser Kreaturen auf die Soldaten stürzen und ein ziemliches Gefecht entbrennt zwischen drei der Soldaten und diesen vier Dämonen. Während der Rest sich auf euch stürzt und mit langen Klauen nach euch schlägt. Jetzt muss ich mal schauen, kurz. Gut. Also jetzt machen wir erst Richard. Richard, du bekommst drei Angriffe ab von den ersten dreien oben, die mit Klauen und Zähnen auf dir schlagen. Und jetzt wollen wir mal schauen, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich nicht viel. Wir haben eine 23, eine 22 und eine 15. Trifft alles nicht, denke ich mal, ne? Die 23 trifft tatsächlich genau. Ich bin gerade ein bisschen perplex. Okay. Schön. Nee, ich habe das nicht erwartet, dass die Viecher treffen. Meine Rüstungsklasse ist 21 plus 2 durch mein Schild. Sehr schön. Okay, dann darfst du mir bitte mal ein Dex-Save geben gegen 12. Als 15 schafft. Sehr schön. Als eine feurige Klaue nach dir schlägt und dir so ein bisschen die Seite vom Gesicht ankugelt und du bekommst 8 Feuerdamage. Halb jetzt zu 4? Also in dem Fall 4, ja. Also, Richard ist in dem Kampf richtig, richtig gut. So, 3 schlagen nach Nakax. Und da haben wir im Angebot. Wow. Eine 18, eine 14 und eine 9. So, jetzt ist die Frage: Sind sie Fiends? Achso, Fiends, ja, sehr gut. Dann ja, haben sie nämlich ja. Disadvantage. Ja, gut, aber weniger, weil ihr Treffer Kinder sind, jetzt. Also um einen Attack Roll. Ja gut, dann wird dran. Die 18 hätte ja wahrscheinlich getroffen ohne Nachteil. Die 18 ja, hätte nämlich 18 getroffen trifft. Ohne Nachteil, aber die 11 trifft nicht. Gut, dann versuchen die drei Dämonen, Schrägstrich Teufel, ihr Glück bei Maramros. Au. Wir haben eine 8, wir haben eine 13 und eine 20, ja. 21. Genau, die trifft. Dann darfst du mir einen Decksafe geben, mein Freund. Mhm. Als ich Zähne um deine Schulter schließen, es aber wird das sehr heiß, du bekommst 6 Damage. Glaub mal, habe ich da irgendeine... Ne, ich glaube, da habe ich keinen Vorteil drauf. Genau, Uncanny Dodge habe ich. Dann kannst du den Schaden halbieren. Ja. Ja gut, aber den Save schaffst du. Mhm. Dann bekommst du, wenn du an keine Dodge einsetzt, 3 Feuerdamage. Gut. Alles klar. Und ihr seht, wie 2 der Wachen und einer der Dämonen niedergeschlagen werden. So. Ich bringe das bloß mal zur Seite, dass ich das nochmal brauche, nicht 5000 Mal neu reinholen muss. Mhm. So. Dann wäre Eldred dran. Kurze Frage, Eldred, wie viel Dex hast du? Dex ist eine. Ich habe E plus 3, ich habe was falsch eingegeben. Nee, weil dann bin ich vor dir dran. Ah, oh, stimmt, ihr habt es bei der 10. Entschuldigung. Moment. So, ich korrigiere mal, wie es jetzt bei mir ist, weil ich habe eigentlich 11 plus 3. Hä, aber irgendwo. Weil ich meine Intelligenz statt meiner Dexterity nutzen kann und das habe ich falsch gesehen. Das stimmt hier bei mir dann ganz gut. Dann ist Eldred sehr stark.
Das hatte ich. Das ist mir vorhin eingefallen. Kein Problem. Dann okay. Die Frage ist, wie ist das hier bei Flächen? Also das hier ist ja, wenn ich jetzt irgendein ein Area of Effect mache, dann sind das die 20 Fuß, ich glaube nicht, oder? Also so wie ich. Doch. Also wirklich so, so eckig. Also. Ja, kommt darauf an, was steht drin? Sphere, Cube. Sphere, also. Sphere, ja, dann ist es im Kreis. Dann ist von jedem Punkt aus, oder von einem Punkt aus dann 20 Fuß. Wie kann ich das hier. Du kannst einfach einen Punkt anklicken, dann kannst du im Kreis dich drehen, dann siehst du immer, wie weit. Ja, aber das wird halt nicht angezeigt, weil es so entsprechend eingestellt ist. Und das kann nur Steve umstellen. Und wo? Weil das ist halt so. Nee, das musst du halt in den Karteneinstellungen einstellen, wie werden Diagonalen berechnet. Weil die Diagonalen werden halt, ja, so wie es für D&D in der Bewegung ist, normal genommen. Das sind halt 20 Fuß und das sind 20 Fuß. Du kannst ja einen 20 Fuß Kreis malen und ihn dann rumbewegen. Ja, das ging auch. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man das? Ist das das? Nee. Ach. Ich kenne mich noch nicht so voll aus. Jetzt kannst du ein Draw Shape nehmen. Und da gibt es dann zum Beispiel. Da musst du Alt und Shift gedrückt halten. Ich brauche aber ich brauche nicht 20 Fuß Durchmesser, sondern Radius. Dann musst du 4 Kästchen Radius nehmen. 8 Kästchen Durchmesser. Ja. Weil, nein. Ich guck gleich mal, weil der Punkt ist, ich möchte so viele wie möglich erreichen. Ich denke mal, von hier erreiche ich zumindest die 6. Den hier wahrscheinlich nicht mehr. Also die 3 und was die... Was möchtest du machen? Er sagt, rede doch mit mir. Ich möchte einen Freund. Feuerball werfen. Schau hier. Jetzt sind wir beieinander. Ja, so wie der Kreis ist am besten. Da werde ich so viele wie möglich von den Dingern erwischen. Alles und klar. Kreis ist auch plus minus auf einer auf einer Ecke. Der müsste auf dieser Ecke hier sein. Da, ja, der ist plus minus auf so einer Ecke wahrscheinlich gelegen. So wäre gerade. Ja, den würde ich auf die Ecke Also jetzt, wo du das jetzt hinschießt, würdest du noch einen Soldaten erwischen. Welchen? Den hier? Den unten, ja. Weil der ist auch mit drin. Ah, okay, das kleine zählt da auch, okay. Ja, also der kleine oder haben wir das so gemacht, ich weiß nicht mehr genau, dass diese kleinen Dinge nicht mehr mit drin sind. Ich glaube, wir hatten das noch nie. Nicht drin. Die Größe ist auch noch nicht gut, irgendwie nicht hundertprozentig sicher, richtig. Nee. Der ist ein bisschen also, groß nach unten. Also müsste unten weil, an dem Feld, glaube ich, ändern. Ich bin es nicht aufzeichnet. Ja, der ist zu groß. Der war Kreis oben nicht richtig. Das ist Jetzt. Ja, so. Aha. So, schau her. Jetzt passt. Und die Regel ist, jedes Feld, das mindestens irgendwie mit einem Teil von einem Kreis übertroffen wird, Ich weiß, aber sagen wir so, man hätte ja andere Regelungen. Ja, alles klar. Ich würde darauf jetzt einen Feuerball werfen, aber... Okay. Während ich diesen Feuerball werfe, also während der Ball fliegt, verändert er seine Farbe von Rot in so ein Hellblau und macht statt Feuerschaden Eisschaden. Okay. Dann würfel mal bitte ein Damage und ich schaue mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist ein Dexterity Save. Ich muss nochmal gucken, wie hoch der ist. Ach. 8d6 oder 8d8? 8d6 ist es. 8d8 wäre ein bisschen hart. Sagen wir so, für Level 3 Space Lord wäre das ein bisschen hart. So viele Einser. Naja, 21 Damage. Gut, also, was sind denn das Space FTC? Ich muss gerade mal gucken, es ist. Irgendwas stimmt bei dem Charaktersheet nicht, da ist auch ein bisschen... Darf das 16 sein, wenn ich mich nicht irre? Du hast nämlich plus 1 mir gegenüber auf deinen Arcana und... Warte, nee, da müsste es 15 sein. Der hatte sogar... Ja, 15 müsste es, glaube ich, sein. Das ist ein gleicher Modifier, glaube ich, oder? Also ich habe 3 auf meinem Hauptmodifier und ich... Ah, der Spell Safe DC ist hier 14. Aha, okay. Also erster schafft, zweiter schafft... dritter schafft nicht. Vierter schafft. Fünfter schafft. Warum ist der Bogen gar nicht aus? Sechster schafft.
Also zwei schaffen dann nicht. Okay. Dann, geschafft 10. Es wird auf jeden Fall kalt. Statt einer Detonation aus Feuer ist es eben eine Detonation aus Eis. Okay. Also du, mitten im Flug ändert der Feuerball seine Farbe und gefriert komplett ein. Ja. Dieser Feuerball explodiert in lauter kleinen Eissplittern und killt einen dieser Kreaturen. Während die anderen jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich von diesem Eis, die scheint es nicht ganz so zu stören. Es bildet sich so eine Eisschicht über ihren Körper, die aber sofort schmilzt. Also die scheinen so eine innere Hitze zu haben, dass ihnen das, die Kälte fast nichts ausmacht. Dann eben ein anderes Element nächstes Mal. Ja, das war's. Alles klar. Alles klar. Oh, ich soll für den Erzmagier auch würfeln, wann der überhaupt drin ist. Mhm. Moment, Sekunde, wer war denn der? Dann ist Narapier dran. Nochmal Shatter, diesmal Wow! Dieses Mal aber mit einem zusätzlichen Slot. Und zwar so, dass ich hier hier die beiden, die da oben die müssen bitte mal kurz einen Con-Save machen gegen 15. Wie alles? Ich habe jetzt gerade noch was der ich sehe nichts, also, ich sehe nichts. Also, die ganz also oben, Hans? Ganz oben, die beiden über Richard und das Portal. Okay. Dann roll mal Damage. Schon wieder so kacke gewürfelt. Warte, ich krieg noch mal einen Bonus. Ich krieg noch einen Bonuswürfel. Weil ich hab extra eine Ding höher. Noch mal einen D8 bitte. Gegen 15. Drauf. Also der rechte, einer davor schafften. Alter, zwei Einsen. Fuck my life. Aber es reicht, dass du diese zwei Monster tötest, als sie ja komplett zerfetzt werden. Mhm. Und das Portal, ja, nur ein bisschen Haarrisse, aber scheint echt eine Fülle Einfluss zu haben drauf. Kann ich mal bitte scheiß Damage würfeln? Zwei Einzelne. Alles klar, dann ist Maramoros dran. Ja, das sieht ja gerade nicht so gut aus. Naja. Ja, ich bin jetzt schon wieder auf. Sieht das gerade nicht so gut aus. Dass ich eigentlich auf Fernkampf gehen wollte, jetzt schon wieder von dir im Nahkampf drin stehe. Das ist das Problem bei der Sache. Ich glaube, ich lasse es mit dem Bogen einfach sein und gehe nur noch auf Nahkampf. Ich komme überhaupt nicht zum Fernkampf. Du bist ein bisschen sehr weit vorn gestanden halt. Ja. Andererseits, warte mal, ich habe ja noch meine Springboots. Ich könnte einfach hier auf die Balustrade drauf springen. Springen? Also entweder habe ich deine Magic-Items falsch in Erinnerung, aber springen? Zumindest habe ich mir, warte mal, wo haben wir es? Boots of Striding and Springing. You can walk, your walking speed becomes 30 feet, unless your walking speed is higher. And you can jump the 3 times the normal distance. Die habe ich irgendwie nicht im Journal drin. Okay. Also ich habe hier Boots of Striding and Springing eingetragen. Puh. Okay. Ja, ich glaube das jetzt einfach mal. Genau, also. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt. Ja, so ja, okay, von mir aus. Hey, ich habe Dinger gemacht. So, dann. Wer hat jetzt diese roten Dinge reingemacht? Ich hatte irgendwie noch. Ich glaube. Ah, ich hatte die Dings noch vorm Zeichnen aktiviert. So, das sind. Ja, das sollte auf jeden Fall passen. Dann, bin ich mal weg. Werde okay, von 2 bis 3 noch, drei, genau. Dann bekommst du 3 Attacks of Opportunity. Du mal schauen, ja vorher deine Bonusaktion benutzen können zum Disengagen. Aber jetzt ist es zu spät. Ja.
16, 22, 4. 9. Die 22 trifft. Dann bitte ein Decksafe. Schaffst du. Du bekommst 6 Feuerdamage, als dich so eine Klaue am Rücken erwischt und du ein sehr unangenehmes Brennen im Rücken spürst. Und du hüpfst behende auf die Balustrade drauf. Gut. Also zumindest, sagen wir mal genau, was die machen, die Boots. A wondrous item uncommon requires attunement. While you wear these boots, your walking speed becomes 30 feet unless your walking speed is higher and your speed isn't reduced if you are encumbered or wearing heavy armor. Mm-hmm. In addition, you can jump 3 times the normal distance though you can't jump farther than your remaining movement would allow. Ja, farther, aber nicht höher. Du kannst mit weiter springen und nicht Ach höher. So, ah, ja. Also möchtest du dennoch versuchen, hochzuspringen oder was anderes machen? Wie hoch ist denn die Balustrade? Gute 4 Meter. Das wären etwas über 10 Fuß. Du bräuchst einen plus 7. 10 Fuß sind 3,30 Meter. 10 Fuß sind 3,30 Meter oder 3,20 Meter irgendwie so. Ja, deswegen sagte ich etwas über 10 Fuß. Ja. Weil 5 Fuß sind 1,50 Meter, mal 2 sind 3 Meter, bis am Bett drüber. In jedem Fall bräuchtest du einen plus 7, wahrscheinlich eher einen plus 8 Modifikator auf deine. Plus 7 oder plus 8 Modifikator auf deine Stärke, um da hochspringen zu können, wenn das 10 plus Fuß hoch ist. Also nicht. Also es ist dann ungefähr um die 13 Fuß. Du kannst, wenn ich mich vom letzten Mal richtig erinnere, vom vorletzten Mal oder wann auch immer das war, 3 plus Stärke Mod plus hochspringen. Und dabei deine Hände um nochmal deine Körperlänge hochheben und um etwas ein bisschen höher zu kommen, aber ich glaube nicht, dass du es hochspringen kannst. Na gut, dann nicht. Was möchtest du stattdessen machen? Ich lasse den Bogen fallen und ziehe meine beiden Dolche und kann dann zumindest einen ja noch angreifen. Oder, Papa, okay. geht da für eine komplette Aktion drauf oder also nur die Bonusaktion? Also bewegt hast du dich jetzt schon. Das, auf Ach das so. Bewegung, da bestehe ich drauf. Aber ich lasse dir was anderes machen als hochspringen. Du kannst jetzt sagen, wenn du jetzt irgendwo hinter einem der Wochenentdeckung gehen wollen würdest oder sowas. Wie viele Klettertränke hatten wir denn? Dann, weil wir hatten nur den einen, gut, dann habe ich den vergessen rauszulöschen. Den hatten wir genutzt, um da in die Festung reinzukommen. Mhm. Gut, dann, sehr episch. Dann fällt das auch schon mal weg. Du hast eine kostenlose Objektinteraktion, mit der du einen Bogen ziehen könntest und damit eine Aktion zu schießen. Gut, ja, dann, wie gesagt, wenn ich weg bin, dann brauche ich auch nicht wechseln, dann schieße ich halt noch einmal. Okay. Dann schieß. Wird auf den da. Ach, den da, okay. Oder ist schon irgendeiner von denen angekratzt? Schauen wir mal kurz. Also alle schon angekratzt, weil sie in meiner Aura drin stehen. Ja. Bis auf die 3, die draußen da sind. Aber die sind vom Feuerball angekratzt. Mhm. Ja, gut, dann nehme ich den äußeren da. Kriege ich keine Boni mehr, so wie das aussieht. Sneak Attack fällt weg, die haben alle schon interagiert, das heißt, ich habe auch keinen nicht Uncanny Dodge, was war denn das andere? Dass ich halt Assassinate, genau. Das machen wir jetzt mal. Jetzt machen wir mal ganz was anderes. So. Der hier eine 20 mit 10 Stichschaden. Moment. Hoppala. Also 20 trifft, 10 trifft auch. Und 10 du, ist der Schaden. Ja, Entschuldigung. 10 ist der Damage und der trifft tatsächlich auch und du schickst eine weitere dieser Kreaturen ins Jenseits.
Mhm. Und fällt nach hinten um. Alles klar. Next. Was möchtest du noch machen? Ich denke, das wär's so, oder? Nee, warte mal, schießen kann ich ja auch nur einmal. Ja, schießen kannst du einmal. Habe ich noch irgendwas, was mir was bringen würde? Nö. Okay, möchtest du dann deinen Zug beenden? Genau, dann wäre ich soweit fertig und guck, dass ich vielleicht nächstes Mal dann hier Richtung Treppe komme. Okay. Okay. Dann, Nakax. Nakax möchte gerne seinen nicht-magischen Zweihandhammer gegen den Versatile plus 1 Warhammer austauschen, den er trägt. Er besitzt von Richard. Aber du lässt ihn dann voll in deinen Ring. Ich lasse ihn fallen zu den anderen. Gut. Und pack den zweihändig und zimmer dem hier mal eine rein. Den da? Ja. Alles klar. Dann gib ihm. Klonk. 11 wird nicht reichen. 11 wird nicht reichen. Also der beweicht behende aus und es sieht aus, als ob er dich auslachen wird. Mal gucken, ob ich ihn mit der Rückhand erwische und das Lachen aus dem Halsen treiben kann. Die Rückhand trifft. Die Rückhand erwischt und Rückhand weil er gerade so blöd angegrinst hat, smite! Schmeut! Und schmeut sie mal Grinsen weg. Aus dem Gesicht wischen können. Da es ein Fiend ist, kriegt er noch einen extra Würfel, ne? Mhm. An Holy Damage. Dann sind das 10 Bludgeoning und 7 Radiant. Moment, ganz kurz. Nicht so. Alles klar, damit, also du klatscht dieses zahnbewehrte Vieh einfach gegen diese Balustrade und Machenbross, neben dir zersplittert einfach dieses Vieh in 1000 rauchende, blutgetränkte Fetzen. Sehr schön. Alles klar. Weiter, was möchtest du noch tun? Nachhacks oder war's das? Kann ich meine Bonusaktion noch nutzen? Ich glaube ja, weil wir gesagt haben, Waffe ziehen ist jetzt Teil von. Ja, er hat freie Aktion die Waffe fallen gelassen und hat dann seine freie Objektenstation benutzt, um die Waffe zu ziehen. Genau, so haben wir es gesagt gerade, ja. Also, bitte. Dann zaubere ich Spiritual Weapon und zaubere die nach hier. Wohin? Nach da? Nakax? Hm? Falls vielleicht beim zweiten Angriff relevant ist, du hast Nachteil auf die ganzen Angriffe. Wegen deiner brennenden Rüstung. Stimmt. Nur bis zur nächsten Runde. Oder entsprechenden Angreifers. Ach so. Ja. Richtig. Controlled by Nakax. So, schau mal bitte, ob du Kontrolle drüber hast. Ja. Sehr schön. 17 trifft aber trotzdem, oder? Ja, ja. Okay, gilt das dann auch für die Spiritual Weapon, oder? Ja. Okay, hab ich da auch gespannt. Geht's bad, egal. 17. Trifft. Auf ihn für 5 Force Damage. Kloink. Rechts oder links? Den da. Alles klar. 5 Force Damage. Also du schlägst diesen Vieh mehrere seiner dolchartigen Zähne ein. Aber er steht noch. Nur dann.